Da gucken wir uns das auf jeden Fall mal eben hier an. Vor circa 12 Stunden habe ich den Glauben an Justiz verloren. In diesem Video werde ich euch erzählen, wie mir völlig willkürlich sowohl mein Auto als auch mein Führerschein entzogen wurde. Ich komme einfach immer noch gar nicht darauf klar, was gestern Nacht passiert ist. Wer mir auf Instagram folgt, der wird das Ganze schon gesehen. Ja, lul, sorry hierfür. So. Also, machen wir mal eben groß. Also auf jeden Fall krank. Vor circa 12 Stunden habe ich den Glauben an die Justiz verloren. In diesem Video werde ich euch erzählen, wie mir völlig willkürlich sowohl mein Auto als auch mein Führerschein entzogen wurde. Also Führerschein, Auto ist auf jeden Fall schon krass. Ich komme einfach gar nicht darauf klar, was gestern Nacht passiert ist. Wer mir auf Instagram folgt, der wird das Ganze schon gesehen haben in meiner Instagram-Story. Mein Auto wurde abgeschleppt, mir wurde mein Führerschein entzogen und zwar für nichts. Und ich habe gerade einfach nur das Bedürfnis, das Ganze mit euch mitzuteilen. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie die Polizei mich einfach komplett ohne Fakten, völlig willkürlich, mich von A bis Z schikaniert hat. Also was genau ist passiert, meine Freunde? Ich werde euch auch hier immer wieder Bilder und Videos einblenden von den Aufnahmen gestern. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, gestern Abend gegen 0 Uhr kam ich in eine Polizeikontrolle. Also der Polizist kommt zu mir. Man muss erstmal... Man muss jetzt erstmal ein paar Dinge dazu sagen. Also er wohnt in Köln. So, das habe ich ihm auch jetzt vorhin bei Instagram so geschrieben. Also er wohnt in Köln und in Köln ist es ja allgemein bekannt. Oder fangen wir mal anders an. Also im Moment hat die Polizei, egal wo, ja ziemliche Probleme mit Tunern, mit zu schnellen, zu lauten, mit nicht sicheren Autos. Das ist schon mal das eine. So, und in Köln gibt es diesen Ring, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, ich glaube Kölner Ringe heißen die auch wirklich, und da ist es halt so, dass in der Vergangenheit auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt heute ist, ich denke mal, das hat sich beruhigt, ziemlich viele Poser und so weiter unterwegs waren. Ne? Ist ja klar, da wo immer halt viel los ist, in Berlin ist es, glaube ich, dann da halt jetzt fällt mir dieser Name da nicht an, Kuhfürstendamm und so weiter. Das sind halt immer so Orte, wenn du halt eine dicke Karre hast, ne, das kann man jetzt sehen, wie man will, was jetzt dick ist oder was nicht, wo halt viele Leute sind und wo man sich mit einem Auto gerne zeigen will. Ähnliches Beispiel ist zum Beispiel Düsseldorf-Köln. Ich will jetzt nicht sagen, also ich habe es selber auch schon mal gemacht, ich habe es auch schon mal mit Freunden gemacht, ich habe es mit meinem eigenen Auto gemacht. Ne, weil man ist ja, wenn man Auto begeistert ist, stolz auf sein Auto. Ob man jetzt dann da prollt und einfach nur da lang fährt, ne, und gerade bei Serienfahrzeugen ist es halt dann auch cool, ne, der plöppert nach oder sonst irgendwas und die Leute gucken halt und das ist halt ein schönes Gefühl an sich. Ne? Also man hat im Prinzip da eine Bestätigung, sage ich jetzt mal, wenn die Leute halt angenehm gucken oder mal Daumen zeigen oder sonst irgendwas, dass denen höchstwahrscheinlich das Auto auch gefällt. Und ich finde, das ist auch immer noch alles dann halt so im Rahmen. Klar gibt es dann immer wieder auch irgendwelche Leute, die dann halt, sag ich jetzt mal, auf der Kö oder auf diesem Kölner Ring oder so, die das Ganze dann halt irgendwie übertreiben und dann übermäßig viel Gas geben, beschleunigen oder was weiß ich, vielleicht sogar die Reifen durchdrehen lassen oder sonst irgendwas machen oder wirklich dann halt auch mit, ich sag jetzt mal, illegalen Autos da irgendwas machen. Und das ist dann natürlich auch andererseits nicht cool. Und das kann halt dann wirklich dazu führen, dass Polizei an solchen Orten Kontrollen macht oder sich irgendwo in so Gassen halt hinstellt und so Leute, die dann halt mit ihrem Auto, egal ob es jetzt ein getuntes Auto, ob es ein neues Auto, altes Auto ist oder so, die dann halt solche Autos halt auch schon mal rausziehen. So, das ist schon mal das eine. Dann kommt das nächste. Ich hatte ja gesagt, also da ist alles dabei. Da sind halt auch Serienfahrzeuge dabei. Jetzt ist die Polizei allgemein dazu wohl angewiesen, härter in dieser Sache durchzugreifen. Und es gibt halt viele, anders, es gibt nicht so viele, die gefühlt wirklich Ahnung davon haben und die im Zweifel dich dann wahrscheinlich auch eher wieder weiterfahren lassen. Ich hatte selber schon eine Situation, wo ich mit meinen Autos
kontrolliert wurde, wo die dann halt nichts gefunden haben, obwohl es vielleicht hätte was zu finden geben können. Und dann gab es halt auch wieder Situationen, wo ich kontrolliert wurde und wo es mir was angezweifelt wurde, obwohl es da gar keinen Grund für gab. Ich hatte auch schon zum Beispiel jetzt mit meinem aktuellen Auto Kontrollen gehabt, wo die Polizisten mich dann einfach tausendmal gefragt haben, ist das wirklich Ihr Auto? Weil, ne, die dann vielleicht nicht glauben, dass ein vermeintlich jüngerer Kerl halt mit einem teureren Sportwagen, sage ich jetzt mal, dann durch die Gegend fährt. Und ob das jetzt dann ein Neid ist oder nicht, das ist jetzt mal irgendwie dahingestellt. Aber man wird dann schon, je nachdem, ein bisschen schief von der Seite angeguckt. So, und dann gibt es bestimmt auch wieder dann, sind ja auch nur Menschen, den einen oder anderen, der dann halt sagt, irgendwie, okay, den drücke ich jetzt vielleicht einen rein oder halt dann nicht. Ich will niemandem was unterstellen, aber ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wenn es nicht so ist, dann Verzeihung für diese Aussage, aber wie gesagt, dadurch, dass das auch keine Maschinen sind, sondern Menschen, die halt vielleicht auch mal einen schlechten Tag haben können oder sonst irgendwie was, kann sowas, denke ich, durchaus mal passieren, dass jemand vielleicht dann irgendwie wegen einem schlechten Tag auch mal irgendwie dann da ein bisschen strenger ist oder davor vielleicht eine komische Erfahrung gemacht hat. Es gibt zum Beispiel so einen Kandidaten hier im Umkreis von Düsseldorf, Oberhausen und so weiter. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas mal passiert und der ist demnach halt so streng dann gegen. Der Nachname von diesem Herrn, also die Abkürzung SNR, der ein oder andere wird jetzt dann direkt schon wissen, wen ich meine. Da hat man wirklich das Gefühl, der ist komplett dagegen und das ist auch scheißegal. Hauptsache irgendwie da dieses Hobby und dieses ganze Thema irgendwie zerstören, irgendwie immer da irgendwo auftauchen, alles kaputt machen und ja. So, und jetzt nur mal wieder darauf hin zurückzukommen. Wir zum Beispiel als Tuning Club meiden zum Beispiel Veranstaltungen, die jetzt irgendwie in Köln oder im Umkreis halt sind. Aktuell auch sogar in Düsseldorf, weil es einfach zu heiß ist. Also wir werden teilweise Lambos, Porsche, egal was, AMGs werden da halt stillgelegt, weil die halt angezweifelt werden. So, dann gibt es halt auch wieder welche, die haben überhaupt gar keine Ahnung und die legen dann halt was still, was wahrscheinlich bei ihm halt auch so der Fall war. Die behaupten, das Auto ist zu laut und das Auto ist illegal oder sonst irgendwas, da wurde was dran manipuliert. Gerade wenn jetzt auch in seinem Fall halt dann da einer drin sitzt, der was jünger ist und so weiter, ja, ist das dann halt wahrscheinlich auch wieder so eine Sache, die dann dafür spricht, dass an dem Auto wahrscheinlich irgendetwas gemacht ist. Jetzt ist das natürlich auch ein ganz neues Auto und dann hat man natürlich noch weniger Erfahrung. Also ich wüsste ja zum Beispiel auch nicht, abrupt jetzt, wie viel Dezibel dieses Auto haben dürfte. Mal so zum Vergleich, so ein i30N und so weiter, das Ding ploppert, knallt und macht und tut alles künstlich so laut und das ist aber serienmäßig. Und das ist auch wieder so ein Auto, wenn da jemand von der Polizei kommt, der vielleicht gar keine Ahnung hat oder was, der legt das Auto dann still, weil er es einfach anzweifelt, dass da nicht irgendwas dran gemacht wurde. So, und wenn das wirklich stimmt, was ja später noch kommt, dass sie das auch mit einer Handy-App gemacht haben, da kann ich nur dazu sagen, das ist wieder so eine Sache. Wo wurde das aufgenommen? Sind da noch andere Störgeräusche? Jetzt sieht man da zum Beispiel, okay, es war jetzt 0 Uhr Abend, aber es kann trotzdem sein, dass dann zum Beispiel irgendwie Lärm von irgendwelchen anderen Sachen. Also ich hätte zumindest dann die Polizei gebeten, lass uns bitte irgendwo hinfahren, ne, wo es jetzt halt schalldicht ist, wo keine weiteren Fahrzeuge und so weiter sind, weil da kann ja noch Störgeräusche von allem möglichen Scheiß dazu kommen und dann auch noch mit einer Handy-App oder was weiß ich was. Weiß nicht, ob da ist das Mikrofon nicht geeicht, das ist schon alles totaler Bullshit. Dann auch wieder die Frage, hat der das Handy direkt in den Auspuff reingehalten? Hat er das richtig weggehalten? Da gibt es ja auch immer so eine Norm, in welchem Winkel und ich glaube irgendwie knapp 30 cm oder sowas vom Auspuff weg und solche Dinge und so. Und ja, ich sage immer grundsätzlich mit einer Handy-App oder mit einem Handy macht man es sowieso nicht. Und ich weiß nicht, ich war selber noch nicht in der Situation, ob man das dann anzweifeln kann. Also ich glaube, sicher so ein iCarMax oder Max, wie auch immer, ist, glaube ich, ja auch in irgendeiner Position oder so, der schaltet, also ich würde jetzt an seiner Stelle Anwalt einschalten und irgendwie gegen vorgehen. Ne? Weil es geht ja wohl anscheinend auch um den Führerschein. Aber wir gucken jetzt mal weiter, aber das ist auf jeden Fall schon mal so mein Vorwort dazu.
Und ich finde es, wie gesagt, allgemein nicht richtig. Es gab ja auch diese Engländer, die jetzt irgendwie wieder nach Hause geschickt wurden, wo ich sage, irgendwie für deutsche Verhältnisse, also da würde ich mich gar nicht mit auf die Straße trauen. Mag sein, dass das vielleicht in England oder teilweise auch, glaube ich sogar, dass es auch in England nicht erlaubt wäre. Aber ja, also ich würde mit zum Beispiel jetzt nicht nach Holland fahren. Mit etwas, was vielleicht jetzt hier erlaubt wäre, wo ich aber nicht wüsste, wie es dann in Holland wäre. Also ich würde immer gucken, dass ich grundsätzlich safe mit meinem Auto unterwegs bin. So, jetzt gucken wir jetzt Schnell einfach mal hier. unterwegs. Ich sage zu dem Polizisten, wie viel war ich denn zu schnell? Haben Sie eine Messung gemacht? Ist ja auch völlig mein Recht, weil er kann ja nicht einfach sagen, du warst 10 zu schnell, du warst 20 zu schnell, du warst 30 zu. Weißt du, es Ja, muss ja das eine Messung Hören geben. ist da Ich auch mal kann das ja gar Problem. nichts, Das hört sich dann immer ja, ich schnell kann ja an. hier gar Das ist nichts bei mir nachweisen. genauso. Und ganz kurz hier noch dazwischen zu grätschen. Ich bin wirklich niemand, der irgendwas gegen Polizeikontrollen hat. Also ich bin wirklich bei Gott, bei diesen ganzen Videos oder so, die es im Internet gibt, wo Leute vielleicht irgendwie durch eine Fußgängerzone voll durchrasen oder irgendwie total aufgetunte Autos haben, die einfach absolut nicht mehr straßenzulässig sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wirklich nicht. Ja, jedenfalls wollte ich dann von dem Polizisten eine Messung haben, eine Videoaufnahme oder eine Messung haben. Der Polizist meinte zu mir, sie haben keine Messung gemacht. Und ab diesem Moment, meine Freunde, wollte die Polizei mich einfach nur noch drankriegen. Weil das Problem war einfach, der Polizist war irgendwie, glaube ich, ziemlich sauer wegen mir, weil ich wohl etwas zu schnell war, aber sie konnten mir nichts nachweisen. Und weil ich nach dieser Nachweisung, nach dieser Messung gefragt habe, ab diesem Punkt wurde einfach wirklich willkürlich nach irgendwelchen Dingen gesucht. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt in meinem Ja, ganzen Leben. einfach Ich kann mir das anzweifeln. einfach nur so erklären, dass ab diesem Punkt die Polizisten mich wegen jedem kleinen Mückenfurz drankriegen wollten. Weil die Sache war die, meine Freunde, die Polizei, bei einer Kontrolle wollen sie ja immer den Führerschein und den Fahrzeugbrief sehen. Und in dem Fahrzeugbrief steht auch schon drin, dass der Wagen über die Daimler AG läuft, weil ich habe ja dieses VIP-Leasing. Also der Wagen gehört ja in dem Sinne nicht mir. Ich darf die Autos immer 6 Monate fahren von Mercedes, dann bekomme ich wieder einen neuen Wagen. Und wer mich auch schon aktiv verfolgt, der weiß, ja, ich habe den Wagen nicht mal 2 Wochen, er läuft über Daimler mit dem VIP-Leasing. Also ich kann daran gar nichts abgeändert haben. Ich kann da nicht irgendwie jetzt in der Zeit, oder würde ich auch niemals machen, warum sollte ich denn ein Auto, was ich von VIP-Leasing bekomme, irgendwas dran rumschrauben, wenn ich das ein paar Monate später wieder abgeben muss? Wisst ihr, wie ich meine? Macht man doch nicht. Ja, und die Polizisten haben auch schon gesehen, dass der Wagen über die Daimler AG läuft und trotzdem wollten sie unbedingt diese Lautstärkemessung machen. Leute, jetzt ist der Punkt, wo ihr ganz genau zuhören müsst, weil ab jetzt wird es einfach nur noch ekelhaft, was passiert ist. Auf alles. Also, meine Freunde, die Polizisten machen jetzt also diese Lautstärke, die Dezibelmessung an meinem Fahrzeug. So, sie sagen, einmal Acrimex Gas geben. Okay, Acrimex haben sie nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Einmal Gas geben. Okay, ich gebe Gas bis 3750 Umdrehungen war das. Habe ich Gas gegeben? Okay, die sagen zu mir 92 Dezibel. Jetzt haltet euch fest, meine Freunde. Die sagen zu mir 92 Dezibel, der Wagen ist 13 Dezibel lauter, als er sein dürfte. Jetzt. Was? Kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, der hätte eingetragen. Was hat er jetzt gerade gesagt? 92 Dezibel, der Wagen. 93. Der dachte. Ach, Quatsch. Ist 13 Dezibel lauter, als er sein dürfte. Jetzt aufpassen. Ich steige aus, ich gehe zu den Polizisten, die hinter meinem Auto stehen, und ich sehe auf einmal, sie haben diese Dezibelmessung mit ihrem scheiß iPhone gemacht. Mit ihrem Handy haben sie diese Messung gemacht. Das heißt also, mein Wagen, den ich vor 2 Wochen aus dem Werk abgeholt habe, der über die Daimler AG läuft mit dem VIP-Leasing, soll zu laut sein, weil die Polizisten eine Dezibelmessung mit ihrem iPhone gemacht haben. Die Messung war Na, mit jetzt dem schon gar nicht iPhone und war durchgehen lassen. angeblich 13 Dezibel zu laut für dieses Fahrzeug. Wie gesagt, nochmal als Erinnerung, der Wagen läuft über das VIP-Leasing, habe ich erst seit 2 Wochen über Daimler AG. Der Polizist sagt also jetzt zu mir, wir müssen Ihren Wagen jetzt beschlagnahmen, also abschleppen. Und ich erstmal in dem Moment, ich denke mir so, hä? Ihr macht eine Messung mit eurem Handy, mit eurem iPhone? Ihr wisst, wie das ist, diese Lautsprecher oder diese Mikrofone am iPhone. Die sind so gemacht, dass. Ey, niemand kann mir erklären, dass man mit einem iPhone eine genaue Dezibelmessung machen kann, wenn man das an einen Auspuff Sowieso dran hängt. nicht. Also sage ich zu dem Polizisten, habt ihr kein richtiges Dezibelmessgerät? Habt ihr das mit dem iPhone gemacht? Und jetzt sagt der Polizist original zu mir, aber das ist noch nicht mal das Wildeste. Aber er sagt erstmal original zu mir, ja, die Messung ist aber genau. Er sagt original zu mir, die Messung ist aber genau. Als ich sagte, ich möchte eine genaue Messung haben. Weil das Ganze ja auch nachts war, circa 0 Uhr. Ich habe aber darauf bestanden, dass ich eine richtige Messung haben möchte, weil das einfach nicht sein kann. Das Problem war dabei, es war 0 Uhr. Also der Polizist sagt, ja, wir können jetzt aber kein richtiges Messungsteam mit richtigen Geräten oder so organisieren. Und in diesem Moment, wo der Polizist das sagt, gibt er ja schon indirekt zu, dass diese Messung auf dem Handy gar nicht 100% richtig sein kann.
Weil er selbst gesagt hat, ja, das richtige Messungsteam würde ich jetzt rufen, aber ja, ist jetzt nachts. Das ist völlig legitim, dass das nicht richtig ist. Wenn ihr euch jetzt schon denkt, okay, das ist schon echt krass, haltet euch jetzt fest. Das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts gegen das, was jetzt kommt. Jedenfalls kommt da noch ein zweiter Streifenwagen. In dem ersten Streifenwagen, der mich angehalten hat, waren insgesamt 3 Polizisten. Dann kommt noch ein zweiter Streifenwagen mit 2 weiteren Polizisten. Sodass da insgesamt 2 Streifenwagen und 5 Polizisten stehen. Und die sich dann erstmal in so einem Kreis standen. Die haben die sich beraten. Ich höre da so, also stehe so ca. 3 Meter weiter weg, guck die so ein bisschen an. Alles klar, für eine Person braucht es 5 Polizisten. Das ist ja schon wieder. Da fällt mir ja nichts mehr wieder zu ein. Das ist einfach so wieder dieser Klassiker. So, alle haben irgendwie im Unterricht oder irgendwas nicht aufgepasst und müssen sich beratschlagen. Da weiß ich nicht, warum können die nicht funken? Hat er jetzt irgendwie hier eine Gefahr dargestellt oder was, dass jetzt dann noch irgendwie Verstärkung dazu kommen musste oder was? Es ist ja schon mega lächerlich und ja, anscheinend hatten die ja wirklich nichts anderes zu tun gehabt. Ja, Wagen läuft aber über Daimler und dies, das, Ananas. Und ich glaube, in ihrem Herzen mussten die können meinen Wagen jetzt zwar abschleppen, weil mit ihrer Billo-Handymessung, ne, war es irgendwie zu laut, können die mich abschleppen. Aber jeder von den Polizisten da wusste genau, der Wagen, wenn der beim TÜV ist, kommt der eh wieder raus, weil es einfach alles Serie ist. Also dachten sich wahrscheinlich die Polizisten, ey, wie können wir ihm möglichst noch einen reindrücken? Und als wäre das nicht schon schlimm genug, dass einfach mein Auto abgeschleppt wird, kommt der Polizist dann zu mir und sagt, wir müssen ihnen jetzt auch noch ihren Führerschein wegnehmen. Und ab diesem Moment wusste ich, das war einfach nur noch reine Willkür. Ich sage zu den Polizisten, warum wollt ihr mir denn jetzt meinen Führerschein wegnehmen? Ihr habt nicht mal eine Messung gemacht. Und jetzt haltet euch fest, was jetzt kommt, ist absolut fern von jeglicher Vorstellung, die ich jemals bei einem Polizisten hatte. Er sagt zu mir, du bist ein illegales Straßenrennen gefahren. Er sagt das Ganze, weil es wohl irgendeinen Paragraphen oder so gibt, dass wenn man ein Straßenrennen macht, dann kann der Führerschein direkt weggenommen werden. Er hat gegen darauf beharrt, dass es ein Straßenrennen war. Jetzt, lieber Polizist, ich sag's dir. Und genau so entstehen solche Schlagzeilen von wegen Autorennen und weiß ich nicht was. An einer Ampel, ich fahre ganz normal los, will er mir jetzt sagen, ich hätte mit dem Auto, was neben mir an der Ampel stand, ein Straßenrennen gemacht. Das Lustige dabei ist, der Polizist, ich sage zu ihm so, wie soll das ein Straßenrennen sein, wenn der Wagen neben mir wie ein Rentner ganz normal mit 30 km/h, der ist richtig chillig losgefahren, der Wagen neben mir. Und der Wagen neben mir ist überhaupt nicht schnell losgefahren, der ist richtig chillig losgefahren. Also ich habe auch nicht mit ihm so geredet oder ey, wir machen jetzt ein Rennen oder so, gar nichts. Wir sind einfach nur nebeneinander losgefahren. Er sagt zu mir, du bist ein Straßenrennen gefahren. Ich sage, nein, ich bin kein Straßenrennen gefahren. Der Wagen neben mir ist doch gar nicht schnell gefahren. Der Polizist bejaht das Ganze sogar. Der Polizist sagt, ja, der Wagen, also er hat so zugestimmt, ja, der Wagen ist nicht schnell neben dir losgefahren. Und jetzt, bitte, schnallt euch jetzt an, was jetzt kommt. Er sagt wortwörtlich zu mir, ich schwöre auf alles, was ich besitze, wortwörtlich, er sagt zu mir, ein Straßenrennen kannst du auch alleine mit dir fahren. Das heißt im Prinzip, die Polizisten haben mich von A bis Z schikaniert. Es ist alles Auslegungssache. Sie haben keine Messdaten, kein gar nichts, Leute. Im Prinzip, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich wurde rausgezogen, ohne dass die Polizei mir irgendwas nachweisen konnte. Mein Wagen wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung, die an einem iPhone gemacht wurde. Ein Serienfahrzeug von Daimler wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung auf einer iPhone-App. Und mein Führerschein wurde mir entzogen, weil ich angeblich ein Rennen, ein Auto, ein illegales Straßenrennen mit mir alleine gemacht haben soll. Beim besten Willen, das ist einfach nur asozial. Das ist einfach nur asoziale Schikane. Ich weiß nicht, warum der Polizist so ein Problem mit mir hatte. Wie gesagt, er kennt mich, Leute. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich bin sehr höflich. Ich gehe mit jedem höflich um. Der Polizist auch, als er am Anfang zu mir kam, ich ganz höflich habe gesagt, okay, ja. Aber das ist einfach nur asozial. Ich kann mich nur wiederholen vom Anfang. Ich habe wirklich den Glauben an die Justiz verloren. Weil letztendlich ist mir klar geworden, dass wenn ein Polizist dich wirklich auf dem Kicker hat, dann wird einfach so lange gesucht und willkürlich argumentiert, da kann man gar nichts dagegen machen. Letztendlich sind in diesem Auto 3 Polizisten, die behaupten, ich wäre ein Straßenrennen gefahren. Also ich weiß ja nicht, wer alleine mit sich selbst ein Straßenrennen macht, aber ja, Gruß geht raus an die Kölner Polizei. Das war's von dem Video gewesen, meine Freunde. Ich muss das Ganze einfach gerade mit euch mitteilen. Ich bin immer noch sprachlos. Ich bin einfach immer, das ist ein Film, Leute. Ich war wie in einem Film gestern. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Video teilen könntet, weil ich möchte einfach, dass möglichst viele... Schreibe ich mal einen Kommentar.
Schreibfehler.